auch. Heute freue ich mich, euch begrüßen zu dürfen zu diesem Let's Play von World of Tanks mit einem Replay, und zwar dem Carnarvon. Baltic Cowboy hat es eingeschickt und er spielt hier im Zug mit seinen drei Clanmates. In dem Fall Karte ist Küste und Top Tier ist er. Ja, Top Tier, da braucht man nicht drüber reden. Das ist das Schönste, wenn man dann noch zwei Kumpels dabei hat. Dann weiß man, okay, da kann man Gutes machen. Dann schauen wir mal, was er hier so reißen wird. Und wohin er natürlich auch fährt. Gibt jetzt die Heavy-Fahrer, die immer gern hier rüberfahren. Und dann gibt es die anderen, die gerne hier rüberfahren. Aber wenn ich weiß, ich habe zwei Leute im Rücken, dann ist die Route hier rüber vielleicht sogar etwas sinniger. Da besser zu dritt schießbar. So. Ansonsten Tiger 2, T-34 und Carnarvon. Da ist für jeden was dabei. Der Schuss war auf jeden Fall spannend, wo der hergekommen ist. Aber ich denke, jetzt sind sie sogar zu viert. Mit dem T-69 haben sie hier eine schlagkräftige Truppe, die hier dementsprechend schon ihren Spaß haben kann. Und ganz, ganz wichtig, sie haben keine Gegner-Arti sowie auch keine eigene Arti. Das heißt, ohne Gegner-Arti ist diese Position hier drüben auch viel entspannter zu spielen als mit. Deswegen kriegt der Cromwell gleich mal den ersten Hit. Ah, und da war gleich das Munitionslager rausgenommen. Das muss er natürlich reparieren. Und da hinten jetzt der IS-2. Hat hier einen schönen Reload. Oh, jetzt nimmt auch noch der Kommandant weg. Also in dem Fall Module werden und Module und Einsatzkräfte, die werden ihm hier schön rausgenommen. Also der Carnarvon von denen macht es auch nicht schlecht, aber wie gesagt, er hat hier einfach derzeit nur sehr viel Pech mit den Modulen. Und man sieht ja auch an dem gegnerischen Carnarvon, was er da schießt. Bisher zumindest auf ihn nur Premium. Und dementsprechend verdient zerstört. Oh, noch eine HE-Schelle vom UI. Glück, dass diesmal nicht schon wieder irgendwas rausgeflogen ist. Da jetzt der Blindshot. Also, von seinem Zug muss man sagen, hat er wirklich am meisten hier abbekommen, der Arme. Der T-34 steht noch perfekt im Saft. Der denkt sich, alles klar, läuft. Ich kann noch ewig. Und jetzt hier wieder auf den UI. Aber der verdünnisiert sich jetzt auch mal peu à peu. Sein Tiger achtet da, dass der Achilles nicht zu viel Unsinn in dem Rücken macht. Und der Achilles dürfte eigentlich mit seinem Tier 6 gegen Tier 8 gar kein Problem sein. Der sollte sich schnell erledigen. Ja, da ist er auch schon weg. Und da kommt jetzt der FCM-50T. Der ist aber, der ist wiederum ein größeres Problem als so ein Achilles. Hat hier aber direkt mal die Panzerung vom Carnarvon zu spüren bekommen. Hier der UI jetzt auch nochmal direkt der nächste Hit. Wenn der FCM schon nicht greifbar ist, nimmt man halt den nächstbesten. Auto-Aim. Ja. Und der war jetzt schnell weg. Da der Brot. Ah, schön. Endlich ist der Prototyp raus. So, der T69 tobt sich jetzt aus auf den FCM. Diesmal schießt der IS-2 mit HE auf ihn. So. Aber auch Gott sei Dank halb so wild.
nochmal so eine HE, widerliche HE-Granate. Wie gesagt, da muss man immer aufpassen, dass nicht irgendwie gleich irgendwas im Panzer sozusagen rausspringt oder hüpft oder kaputt geht. Oder stirbt. Ganz unromantisch gesagt. So, FCM, Auto-M, weg. Ja, schön. Vierter Kill, 3609 Schaden. Der Gegner hat da diese Halbinsel fest in ihrem Griff. Also die haben sie ganz klar für sich erobert und werden jetzt sozusagen hier auf den Punkt wohl drücken. Sie haben jetzt hier noch den Super Pershing als Gegner, der sich hier noch ein bisschen erwehren kann. Und wie gesagt, dann wird es wahrscheinlich so diese Zangenbewegung geben und dann werden sie so Richtung Cap sich gemeinsam irgendwann treffen und dann aufeinander treffen und auch natürlich schießen. So, der Super Pershing. Ah, schwieriger Schuss natürlich. Da der Ferdinand. Ob er auf den jetzt gehen soll, kann. Nee, wollte gerade sagen. Ah, doch, da ist er ja. Und da trifft er auch schön. Und er hat ja einen schnellen Reload. Das heißt, oh, man sieht, der Ferdinand, der bleibt da so. Kann er gleich nochmal einsetzen. Und jetzt dreht er und der T69 will ihn hier umfahren, deswegen dreht der Ferdinand mit und er kriegt wieder die Seite hier von ihm. Aber in dem Fall, jetzt zieht er sich zurück. Da war der T69 leider nicht in der Lage, dahinter ihn zu kommen, deswegen hat er das da abbrechen müssen. 11:11. Sein Team alleine 6 Kills, fleißig. Also sein Zugteam meinte ich natürlich. So, der Zaun, der gefällt ihm nicht, deswegen der wird mal weggemäht. Und jetzt ist der Plan wohl folgender. Der Tiger geht von vorne ran und er dann von hinten. Stehen auch beide im Cap, also von dem her sehr sinnvoll, so zu agieren. Auto-Aim, Super Pershing. Und jetzt vielleicht mal mit Aimen, ja genau. Dann nochmal drauf und er zündet ihn an. Hatte auch keinen automatischen Feuerlöscher, deswegen hat er hier noch mehr Schaden gemacht. Jetzt allerdings schlecht geaimt, nicht vorne drauf, auf die Seite, so wie er noch steht. Ja, und er zündet ihn gleich nochmal an. So, AT-15 jetzt. Der schaut jetzt nur auf ihn. Jetzt kann wiederum sein Tiger-Kamerad gleich mal seitlich reingeben. Genauso jetzt. Und jetzt sieht man, jetzt dreht er wieder wegen dem Tiger. Das ist mit zu zweit immer super angenehm. So, jetzt achtet er wieder auf den Canavan. Nee, in dem Fall kann der Tiger nochmal. Und jetzt er nochmal. Ja. Reported for Mods, Canavan. Ja. Egal. Keine illegalen Mods gehabt, gesehen. Alles gut. Von dem her, schöne Runde. 5585 Schaden, 1040 geblockt und 313 unterstützt. Dementsprechend ein verdientes Panzerass. Ich denke, es war eine sehr schöne, angenehme Runde. Canavan haben wir damit abgehakt. Bis zum nächsten Mal. Euer Alcaramba.